Hallöchen, Freunde. Willkommen zurück zum Let's Play Bernd das Brot und die Unmöglichen. In der letzten Folge haben wir uns ja eingekleidet als die Pablo-Brüder, damit wir hier zu Kalle Blomqvist an die Türsteher-Geschichte kommen. Eins wollte ich nur noch mal erwähnen. Ihr kennt doch alle den Fabian Sigismund. Der ist ja auch nicht gerade unbekannt, auch in der Let's Play-Szene. Und der Typ hat diese drei Leute gesprochen im Übrigen. Das möchte ich nur noch mal erwähnen. Also es... Die klingt zwar alle fremd, aber es ist immer die gleiche Stimme. Hört mal genau hin, bitte. Die Pablo-Brüder. Also, einer der drei hatte einen flachen Hut und keinen blauen Poncho. Ne, hört sich doch schon verdächtig nach Fabi an, oder? Warte, pass auf, das kommt jetzt noch etwas näher hier. Wenn du sagst, der wäre nicht, pass auf, hier, hör mal hin. Den blauen, den hören wir uns jetzt nochmal genauer an. Wie die Pablo-Brüder gekleidet sind? Mein Gedächtnis ist schlecht, aber einer der drei hatte einen hohen Hut und der neben ihm einen gelben Poncho. Erkannt? Immer noch nicht? Pass auf, hier, da hörst du es jetzt genau raus. Konzentrier dich mal genau auf diese Stimme. Wie die Pablo-Brüder aussehen? Also, ich erinnere mich nur noch an eins. Einer der drei hatte einen roten Poncho, aber keine Mütze. Hammer, oder? So, ist doch Fabian. Wie die Pablo-Brüder aussehen? Also, ich erinnere mich nur noch an eins. Einer der drei hatte einen roten Poncho, aber keine Mütze. Cool, oder? Kannst ein Interview führen. Also, Fabi, sag mal, wie hast du dich denn früher mal gekleidet als Pablo-Bruder? Erzähl mal. Wie die Pablo-Brüder aussehen? Also, ich erinnere mich nur noch an eins. Einer der drei hatte einen roten Poncho, aber keine Mütze. Cool, ne? Das ist der Fabian Sigismund. Der hat die drei Typen gesprochen. So, pass auf, dann gehen wir weiter in der Story. Genug von Fabian erzählt, jetzt machen wir hier weiter. Und wir gehen einfach mal zu... Keule. Hallo, wir sind die Pablo-Brüder. Hey, Chiluan, Prilio, Protego, Pablo. Kommt rein, dann kann die Party ja losgehen. Ihr wisst ja, wo es lang geht, oder? Ja. Yippie! Ich meine, Caramba. Olle! Holladriadio? Scharf? Ja. Es reicht. Okay. Irgendwann kann man es auch übertreiben. Weniger ist nämlich manchmal mehr. So, wo ist denn die Party? Sind wir das wieder so komischen wüssten wir, Raum. Wenn wir die Pablo-Brüder wären. Ich könnte ein Dimensionsloch suchen. Ja, könntest du. Dann such mal. Musst du aber nicht. Schade. Ich dachte, der nimmt uns die Arbeit ab. So, dann wollen wir Lama-Statue. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dein, dann pack ich mal ein Lama ein. Oh nein, wie fein, das Gedichtelein. Ich kann mitmachen, finde ich gut. Nein, dann wollen wir natürlich nicht raus, ein Fenster. Ein Fenster? Ey, super, ich habe das noch nicht vorgespielt, ist wirklich wahr, Alter. Welch coole Aktion, ey. Und noch eine Lama-Statuette. Statuette und noch eine. Ja, Bernie-Bärchen, Vorhang. Ja, es ist wahr. Es ist ein ganz normaler Vorhang. Oder ist da was dahinter? Ja, dann klicken wir es doch mal an. Und dann Vorhang sehen wir auf für eine Lama-Statuette. Juhu! Bravo! Bravo! So, jetzt ist meine Inventarliste ziemlich schwer von den ganzen Goldstatuetten. Okay. Immerhin haben wir was. Hier ist noch ein Fail. Was ist das? Goldene das Steine? Das sind ziemlich große Goldstücke. Vielleicht sollte ich auch einen Lama-Laden aufmachen. Ja, Rama-Lama-Ding-Dong, würde ich sagen. Meint ihr nicht, dass das Diebstahl ist? Nein. Ach was, Bernd, das ist Spieltaktik. Das sind Bolschen. Einfach nur Bolschen. Ich nehme mit, was ich kriegen kann. Sieht irgendwie bekannt aus. Warte mal, darunter steht Lama-Lisa, unbekannter pulovianischer Künstler. Öl auf Lama-Haut. Oh, Öl auf Lama-Haut. Einmassiert, zum Grillen vorbereitet. Vor. Ja. Es ist Doktor. Ach so, ja, okay. Ich kriege die Truhe nicht auf. Lass mich raten. Nur mal so aufgrund meiner bisherigen Spieleerfahrung. Eine Geheimtür? Oh, cool. Na gut, dann ist das so. Na gut. Was machen wir? Ein Lama-Läufer. Oder ein Lama-Läufer?
Dann schieben wir den mal beiseite. Möchte mir jemand helfen? Nein? Hätte ich nicht erwartet. Oder wartet? Doch. Der Entriegelungsmechanismus der Geheimtür. Sehr komplex. Ich schätze eine 13 auf der nach oben offenen Priegelskala für geheime Verschlussmechanismen. So. Ja, wie geht das am besten zu Rande hier? Dick, dünn? Die Zeichnung eines Lamas. Auf Diät? Ja. Die Zeichnung... Okay. Die Lama-Wache. Unbekannter pulovianischer Künstler. Lama-Kot und Haare auf Leinwand. Ein Fenster. Ja, ein Fenster. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier jetzt weiter? Den haben wir, da kommen wir nicht weiter. Da ist die Tür. Sonst haben wir hier nichts mehr. Bücher. Was vom Lama übrig blieb? Der Lama-Kot. Das Lama in den Zeiten der Cholera. Lama Dick. Lama Sawyer und Huckleberry Lama. Das eingebildete Lama. Viel Lärm ums Lama. Das Lama und der Feuerbringer. Lama von Berlichingen. Die 5 Bücher des Lamas. Na toll, das ist ja lahm. So, was hat das hier mit dieser Statue zu tun? Zum Hof? Fenster. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Ja, doch. Ein Fenster. Ein Fenster. Oh Mann. Goldene Steine? Hallo? Kann nicht funktionieren? Warum nicht? Das ist ja blöd. Und wenn wir jetzt auf der Straße laufen? Hallo? Ich möchte gerne raus. Ein Lama-Kopf. Aha. Ey, das geht. So, jetzt hat das Lama einen Blubberbauch. Okay. Blubber-Lama-Bauch. Lama-Sabba. Okay. Warum? Hä? Lama-Bild? Briegel? Lama-Briegel? Druckplatte. Was haben wir denn hier alles? Vorhang. Muss ich hier erst mal so ein bisschen Überblick gewinnen zum Hof? Also rennen kann er ja. Muss man ihm erlassen. Lama-Läufer? Das ist ja ein Lama-Läufer hier. Tak, tak, tak. Siehst du? Lama-Läufer. Miau. So, dennoch habe ich absolut keinen Plan. Das funkt. Wenn wir ihn hier nehmen, kann man auch nicht. Komm, putzi, putzi, komm. Aber da wird sich jetzt noch nichts tun. Aber zumindest kann man die abstellen, okay? Okay. Ach. Und jetzt drauf hier ich. Wird sich jetzt noch nichts tun. Jetzt kapier ich. So, und den packen wir da drauf. Der hat nämlich gar nichts. Hepp. Abracadabra. Eine jetzt nicht mehr geheime Geheimtür. Jetzt verstehe ich. Ich habe mich gerade gewundert, was das sollte, warum ich die da draufstellen sollte. Okay. Dann geh mir mal in die Höhle des Löwen. Oh, eine Vulkanhöhle. Wie passend für einen Raum hinter einer Geheimtür. Wir sollten gehen. Ich bin allergisch gegen Lava. Wo ist denn jetzt die Party? Höret! Die Zeit des lächelnden Lamas ist angebrochen! Also nachdem ich den Soundcheck gemacht habe. 1, 2, 3, Test, Test, Test! Bernie, Tilly, ich glaube, wir sind der verschwundenen Jack-Statue ganz dicht auf der Spur.
Mi, 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 mi! Lama, 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 pipapo, pipapo, pipapo. Meinst du die Statue, die dort drüben über der geschmolzenen Lava hängt? Herzlich willkommen zur Jagdopferung hier im bla 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 bla. Nein, das arme Jack! Scharf, es ist... Ach, auch egal. Hört ihr mich? Dann kann's ja losgehen. Ich habe einen Traum. Ein Traum, wo alles vom Lama kommt. Kleidung, Essen und auch Hygieneartikel. Ja, denn das alles können uns die Lamas geben. Und auch den Weltfrieden. Denn wenn alles Lama ist, ist alles gut. Aber damit das passieren kann, müssen wir dafür sorgen, dass alles Lama ist. Und das können wir nur erreichen, wenn wir unseren schlimmsten Konkurrenten vernichten. Die Jagdproduktpalette nimmt den Platz ein, der eigentlich dem Lama gehören sollte. Man kann auch viel aus Jagd machen, aber es ist nicht Lama. Deswegen werden wir den internationalen Jagdprodukthandel sabotieren. Und das ist erst der erste Schritt. Applaus! Wir müssen das Jagd befreien. Also los, Berndi, lass dir was einfallen. Bla bla blama, blama blama ding dong, lava bla blama, lava lava, lava lama, lava lama. Lama Fritz, der ist ja cool. Lava blama ding dong, lava bla blama, lava lava. Voll geil. Lava lama, bla bla blama, blama blama ding dong, lava bla blama, lava lava. Ich glaube, die lustig funkelnde Götzenstatue ist ein Schalter für einen bestimmt wahnwitzigen Mechanismus, den ich sicher nicht auslösen werde. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich schon! Yippie! Oh, was war das denn? Egal, ich schlaf mal eine Runde. Oh, alles in Ordnung da unten? Alles super! Ich dachte schon, jetzt ist's aus. Hey, schaut mal, Jungs. Hier stehen Sessel, Fernseher, Getränke, Fußmassagegeräte. Was läuft denn im Fernsehen? Der Bahnstreckenkanal. Wie gerne wäre ich mit runtergekegelt worden. Okay. Die hängen ja alle ab, wa? Geh doch mal hin und guck mal nach. Mal sehen, ob wir dem helfen können. Ach, guck mal, hier geht's noch weiter. Alles super! Ich dachte schon, jetzt ist's aus. Hey, schaut mal, Jungs. Hier stehen Sessel, Fernseher, Getränke, Fußmassagegeräte. Was läuft denn im Fernsehen? Der Bahnstreckenkanal. Okay, das haben wir schon. Eine Winde. Drehdings ist so verrostet, dass ich es nicht drehen kann. Oh. Nehmen wir mal Werkzeug, vielleicht können wir es ja basteln. Alter Schwede, was geht denn hier los? Vielen Dank für die netten, das vielen kleinen Rätselchen. Das kann ich bestimmt gut gebrauchen. Aber sowas von. So, was haben wir hier noch? Vulkan, das ist ein Dings, glaube ich. Kein Bums? Das ist ein Dings, glaube ich. Ach so, okay. Ein klassisches Ventilrad der Baureihe Mumpf 97. Mumpf. Findet sich auch an Abwasserrohren. Genau. Würde ich sagen. Habe ich, glaube ich, zumindest schon mal gesehen. Was ist mit der Damit Winde? Damit könnte ich das Jack runterlassen. Okay. Huhu, Jack! Der ist hier durchgeknallt, ey. Lava, Lava. Mann, war da mal Lava da. Oh, was geht hier los? Es könnte sich auch um ein amerikanisches Modell handeln. Vielleicht ein Gigantic Bang Alpha Bravo X-Ray. Hä? Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Was haben wir denn hier noch? Da waren wir schon da. Guck mal, Bedienungsanleitung. Langweilig. Oh, du sollst da lesen, du Troller. Langweilig. Geh doch mal lesen. Nicht langweilig. Du musst schon lesen. Okay, mit Lesen hast du nicht allzu viel am Hut, wa? Nochmal, nochmal! Ja, machen wir das nochmal. Komm her, mischen, kegeln wir sie mal alle weg hier. Mal gucken. Mal gucken, lass Los uns mal fein geht's hier. Juhu! Chili Power!
Achso. Und bringt so viel. Ja. Was haben wir hier noch? Gerümpel? Alphorn. Eine ziemlich große Flöte. Ja, eine Flöte, Chili. Chili-Flöte. Eine ziemlich große Flöte. Ein Alphorn ist das, keine Flöte, du Flöte. Risika, Stalagmit. Marmorsteine und Stalaktiten brechen, die Unmöglichen lösen, jedes Verbrechen. Okay. Funktioniert zumindest. Ui, schön. Was haben wir hier noch? So, können wir das riegeln? Scharf. Ich glaube, du solltest die Schallwellen des Alphorns auf etwas richten, das uns weiterhelfen kann. Scharf. Wollen wir weitermachen? Okay. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein, ich auch nicht. Kannst du das benutzen? Scharf. 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 Okay. Was geht denn noch hier? Miau. Wenn wir das da drauf machen? Oder kommt keine Antwort? Scharf. Scharf. Ja, ist ja gut. Was haben wir hier noch? Da sind die ganzen Ventile. Da fehlt ein Ventil. Sehe ich jetzt erst. Leere Ventilfassung. Und wo krieg... Aha. Ein klassisches Ventilrad. Davon gibt's. Wollen wir sie alle suchen gehen? Ja, aber wo? Wo, 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 wo? Das so viel Spielzeug! Ist jetzt hier die Frage. Marmorsteine und Stalaktiten. Aha, guck mal. Kann man das... Gut. Ist gar nicht so laut, wie ich dachte. Und wie kriegt man das jetzt noch lauter? Guck mal, ein Megafon. Ah. Damit kann ich noch lauter sein, als ich schon bin. Ja, super. Haben sie auch genau die richtige. Wenn ich jetzt Musik mache, wird's richtig, richtig... Musik scharf. Musik. Oh, da hat's ein bisschen abgebrochen, wa? Jetzt auch. Trollkonzert für hängenden Stein. 1, 2, 3... Nochmal, nochmal! Nochmal, juhu, nochmal. Sachbeschädigung! Toll! Können wir das nochmal machen hier mit und dem? Und noch ein Trötkonzert für noch einen hängenden Stein. 3, 4... Scharf, du wirst immer besser. Echt? Nein, es ist immer noch Lärm. Voll der Hater, Alter. Bernd, wie man ihn nicht anders kennt. So, was passiert jetzt? Los geht's! Chili Power! Yippie! Highscore! Super, ach. Chili! Jetzt können wir die Jagdstatue retten! Nicht blöd! Nicht blöd, Freunde! Aber wie kriege ich jetzt die Statue lose? Wie kriege ich die runter? Geht das hiermit vielleicht? Das kapiere ich nicht. Moment, ich denk mal drüber nach. Nee. Huhu, Jack. Langweilig. Langweilig. Hm. Damit könnte ich dann... Und wenn ich das antröte? Scharf. Ich glaube, du solltest die Schallwellen des Alphorns auf etwas richten, das uns... Ja. Damit könnte... Huhu. Ja, ist doch gut. Leere Dose, was haben wir hier? Lama-Fett. Ui, jetzt geht's gleich. Jetzt geht's gleich. Und jetzt? Und runter mit dir. Yippie! Juhu! Prima. Bald ist das Spiel zu Ende. Jetzt müssen wir sie nur noch rausbringen. Wie viel wird sie wiegen? 3, 4 Tonnen? Keine Sorge, das ist ein Auftrag für Dr. Bumblebee Bush.
Okay, und was soll das jetzt uns sagen? Lama-Statue. Jack-Statue! Wie kriegen wir sie jetzt wieder zurück in den Stadtpark? Ja, das will, weiß ich ja auch nicht. Sirup, Magazin, Klebestreifen. Geht nicht. Ja, toll. Ja, wie krieg... Gerümpel? Ich könnte einen Alien-Kontaktapparat auf Doppelimpuls-Rückstrahlungsverfahren daraus bauen. Könntest du, Busch. Könntest du. Okay, dann mach es doch auch. Was haben wir hier noch? Großer roter Knopf. Drücke niemals auf einen großen roten Knopf. Da wird sich jetzt noch nichts tun. Warum nicht? Lama-Fritze. Der schläft nur ein bisschen. Okay. Hier ist eine Bedienungsanleitung. Guck dir das doch noch einfach mal an, hier, Briegel. Zeig mal, was haben wir denn da? Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres künstlichen Vulkans Vulcanos V8. Zur Einstellung des richtigen Drucks lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung. Wer liest denn schon eine Bedienungsanleitung? Ja, wozu auch, ne? Braucht kein Mensch. Ach, gucke mal, da, hier, die Briegel kann die Ventile drehen. Ich habe die Ventile in der falschen Reihenfolge aufgedreht. Jetzt haben sie sich wieder in die alte Position zurückgedreht. Okay. So, dann wollen wir mal ein bisschen Druck erzeugen. Eins. Zwei. Ich habe die Ventile in der falschen Reihenfolge. Jetzt haben. Was haben wir hier noch? So. Das ist auf jeden Fall die Nummer 1. Wir mal ein bisschen Druck erzeugen. Was haben wir hier noch? Okay. Ich habe die Ventile in der falschen. Jetzt das ist auf jeden haben Fall sie sich. Zwei Ventilräder fehlen, würde ich sagen. Das haben wir mal so festgestellt. Diese Maschine hat wohl ein vollkommener Stümper zusammengeschustert. Ja. Aber absolut. Was für eine Schlamperei. Hier fehlt ja ein Ventilrad. Und die müssen wir wirklich finden, habe ich so das Gefühl. Na gut, Freunde, dann machen wir hier ein Folgenpäuschen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn Bernd mit den Unmöglichen versucht, das Jack nach Hause zu bringen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao! Ja, Freunde, wir sind wieder mal in einem Jackshop gewesen und haben wieder mal ein geheimes Hinterzimmer gefunden. Mit einem künstlichen, so wie es aussieht, wohl künstlichen Vulkan. Kurios, kurios. Aber heiß ist er ja auf jeden Fall. Die Startuhr haben wir auch schon runterlassen können. Dafür haben wir eben das Fett mit dem Rad, mit dem Runterlassrad da beschmiert. Und haben natürlich auch festgestellt, dass der Fabian Sigismund hier eine erheblich große, erheblich großen Anteil an Sprechrollen hat. Lass mich das mal so ausdrücken. Ich danke dir fürs Zuschauen. Nächste Folge kriegen wir hoffentlich die Startuhr nach Hause wieder in den Park. Und ich bin gespannt. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss!